RB Leipzig gegen Luhansk, das Endspiel um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Nur 0:0 im Hinspiel, da war RB unter seiner Führung die klar bessere Mannschaft, aber sie haben das Tor nicht getroffen. Deshalb seine Vorgabe, von Anfang an druckvoll agieren, Zweikämpfe in der gegnerischen Hälfte gewinnen, und RB hat das umgesetzt. Kampel sehr energisch im Vortragen dieses Angriffs. Möglichkeit für Konja und es steht 1:0. 7 Minuten gespielt, Stand jetzt. RB ist in der Gruppenphase. Man weiß, dass Konja druckvoll schießen kann aus dieser Distanz. Obwohl drei Mann rumstehen, können sie den Abschluss nicht verhindern. Aber letztendlich ist Werner dran, der den Ball entscheidend ablegt. Das wird deutlich aus dieser Wiederholung. Richtungsänderung von Werner, und Luis Felipe im Kasten sieht auch nicht wirklich gut aus. 34 Minuten gespielt, Luhansk hinten sehr, sehr ordentlich mit seltenen Vorträgen nach vorne. Das hier aber gut, zweimal das Pressing überspielt, dann abgefälschter Ball und auf einmal steht es 1:1. Tor des Brasilianers Rafael Ratao, der ist 22 Jahre alt, macht sein erstes Tor in der Europa League. So ist es passiert. Die Jungs aus Leipzig versuchen zweimal zu pressen, kriegen den Zugriff nicht. Dann ist Konaté durch diesen abgefälschten Ball nicht in der optimalen Position. Und letztendlich kann Nwogo im Kasten aus 6 Metern an diesem Gegentreffer überhaupt nichts machen. Schlussphase in der ersten Halbzeit. Wieder Cunha, diesmal zugestellt, muss querlegen. Auf Werner und der Ball ist an der Latte. Abgefälschter Ball, der wäre nie und nimmer zu halten gewesen für Luis Felipe. RB in der ersten Halbzeit die stärkere Mannschaft mit mehr Zug zum Tor, aber im Moment eben nicht weiter, denn ein 1:1, das würde den Gästen reichen. Wieder Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Luhansk auf einmal vorne. Kein Zugriff und dann ist der Ball drin. Der Ball ist drin. Gordienko, der Ersatzmann für den rot gesperrten Lednev, muss hier nur einfach weiter geradeaus laufen, weil wir schauen mal auf Konaté, der einfach auch nur geradeaus läuft und überhaupt keinen Zugriff kriegt, der Mann in der zentralen Defensive. Und dann steht es auf einmal 2:1 für Luhansk. Der Berg für RB richtig, richtig steil. Emotion war gefragt. Qualität war gefragt und auch Qualität von der Bank. Augustin und Forsberg kamen, dann diese Situation, leicht Foulspiel verdächtig. RB spielt weiter, das ist Werner. Werner mit einem Traumpass für Augustin. Ausgleich. Ausgleich für RB Leipzig. Aber wir müssen auch noch mal hinschauen. Hier Klostermann, ist das ein Foulspiel? 50-50-Situation. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Dann spielen sie es allerdings super. Konja mit einem Kontakt. Das hier ist überragend von Werner. Besser kannst du den Ball nicht spielen. Und Augustin drückt ihn dann irgendwie rüber zum 2:2. Jetzt fehlt RB nur noch ein Tor, um dann doch noch einzuziehen. Aber die Zeit läuft weg. 90. Spielminute. Auf einmal der Pfiff, Elfmeter. Elfmeter für RB Leipzig. Er zeigt's an, Danny Makeli, der Schiedsrichter aus den Niederlanden, dass das hier ein Handspiel war. Und ich denke, das geht in Ordnung. Vitali Vernidop, der Sohn des Trainers, ist hier mit der Hand am Ball. Wer nimmt jetzt die Verantwortung? Forsberg macht das. Forsberg, und ein toller Elfmeter. Überragend geschossen mit so viel Druck. Ein Elfmeter, ein Tor, das für eine Saison richtig, richtig wertvoll werden kann. Nach der Niederlage im Auftakt der Bundesliga gegen den BVB und das Zitterspiel jetzt hier gegen Luhansk, ist das ein positives Ausrufezeichen von RB. RB ist in der Gruppenphase der Europa League.